Logo und Schriftzug Open Transfer Camp Inklusion, Gutes einfach verbreiten vor weißem Hintergrund. Das Hochhaus der Technischen Universität Dortmund. Viele Menschen kommen von draußen in das Gebäude. Sie registrieren sich gut gelaunt an einem Tisch mit Informationen und Süßigkeiten. Sie reden miteinander und lachen. Alle begeben sich in einen Seminarraum. Über 100 Leute sitzen und stehen dicht an dicht. Vor einer Tafel mit offener Zeitleiste eröffnet eine Frau das Open Transfer Camp. Ganz herzlichen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Katharina Peranic, ich bin von der Stiftung Bürgermut und wir organisieren die Open Transfer Camps seit 2 Jahren. Das ist inzwischen das 8. in Dortmund zum ersten Mal, auch zum ersten Mal mit dem Themenschwerpunkt Inklusion, das wir gemeinsam mit der Aktion Mensch machen. Das hier wird heute unser Tagungsplan, der sich ja gleich füllen wird mit euren wunderbaren Sessions. Die Teilnehmer schreiben ihre Themen auf Pappschilder, tauschen sich untereinander aus und stellen am Mikrofon ihre Sessions vor. Auf die Texteinblendung "Ich bin auf dem Open Transfer Camp Inklusion weil" antworten 4 interviewte Personen. Weil wir gespannt sind zu gucken, wie Teilhabe funktionieren kann. Weil ich mich vernetzen will mit anderen Menschen, die geile Projekte gestartet haben. Weil ich die ganze Bandbreite dieses Themas mal kennenlernen wollte. Weil ich etwas bewegen möchte. Weil ich Inklusion vorantreiben möchte, weil ich Inklusion leben möchte. Das Open Transfer Camp hat begonnen. In Seminarräumen finden Arbeitssessions zu vielen Themen statt. Menschen sitzen in Stuhlkreisen und sprechen miteinander. In einigen Räumen werden zunächst Impulsvorträge gehalten. Umweltfaktoren, also Körperfunktionen und Körperstrukturen, Aktivitäten und Teilhabe. Da ist auch schon viel gelernt. Genau. Du kannst es weitergeben. In Oberhausen, da geht sowas eigentlich ganz gut und ich glaube, die Leute machen damit ganz gute Erfahrungen. Konvention von Menschen mit Behinderung. Jetzt ist gut, Kommune. Inklusion ist für mich und für viele Menschen auch Inklusion etwas anderes als für andere viele Menschen. Genau, meine Erfahrung war bis jetzt nur, dass die Leute das an sich gut finden. 4 Interviewte vervollständigen den jetzt über die Sessionbilder eingeblendeten Satz. Am meisten hakt es bei der Inklusion. In den Medien. Komplett beim Thema Kommunikation. Also wir sprechen von Inklusion, aber wirklich inklusive Kommunikation findet nicht statt. Dass Inklusion angeblich so teuer sein soll. Beim gegenseitigen Verständnis füreinander, weil Inklusion eben noch nicht selbstverständlich ist. In Kleingruppen diskutieren Leute sehr angeregt miteinander. In verschiedenen Seminarräumen wird engagiert gearbeitet. Es gibt Vorträge mit Videopräsentationen, teilweise wird mit Mikrofonen gesprochen. Eine Teilnehmerin. Also ich hatte, als ich gekommen bin, noch so ein bisschen dieses Vorurteil, dass ich dachte, das sind lauter Leute, die reden über Inklusion, über Menschen mit Behinderung. Und ich bin total begeistert, wie deutlich hier nochmal wurde, dass das einfach besondere Stärken sind. Einige machen sich Notizen auf Papier- oder Tablet-PCs. Andere melden sich bei noch laufenden Vorträgen zu Wort. Zu einer Feedbackrunde sind sehr viele versammelt im Seminarraum vom Anfang des Tages. Eine Teilnehmerin. Ich fand es sehr, sehr spannend, mich mit unterschiedlichen Leuten aus ganz unterschiedlichen Institutionen auch auszutauschen und da Kontakte aufzuknüpfen. Wir sehen uns ja zum Beispiel dann auch nochmal wieder. Und genau, ja, vielen Dank dafür. Gut gelaunt tauschen Menschen Arbeitsergebnisse und Kontaktdaten aus. Das Logo Open Transfer Camp Inklusion, Gutes einfach verbreiten, wird eingeblendet. Ebenso die Logos der Veranstalter Aktion Mensch, Open Transfer und Stiftung Bürgermut und der Unterstützer TU Dortmund und Fakultät Rehabilitationswissenschaften. Schwarz vor weißem Hintergrund erscheint der Schriftzug www.opentransfer.de.